Es nutzt nicht viel, aber probiert es trotzdem. Manche Schäden kann man nicht mehr beheben. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere else has to make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the ones, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. And there's a choice we make, we save in our own lives, to make a better day, just you and me. Send them your hearts, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, so we all must pray to help in hand. All right. So let's start giving. And there's a choice we're making. We save in our own lives. It's true, I make a better day. Just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way you can fall. We have to realize that a change will only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we make, we save in our own lives, it's true we make a better day. More than this, I did it my way.
Ja, inwieweit unterstützt du diese Menschen für Wales, den Lederer? Ich bin jetzt schon seit Anfang an dabei und es ist mir einfach ein Herzensanliegen, diese Projekte insofern zu unterstützen, indem ich einfach den Abend unterstütze. Ich finde, dass man Menschen, die etwas für andere leisten, die sich ehrenamtlich in Dienst der guten Sache stellen, einfach vor den Vorhang holen muss. Und natürlich braucht man für dieses vor den Vorhang holen auch ein bisschen Musik. Ich als Künstler kann vielleicht einen musikalischen Rahmen dafür schaffen. Ich kann vielleicht auch ein bisschen was zur zusätzlichen Öffentlichkeit beitragen. Ich kann die Botschaft auch hinaustragen. Und in diesem Sinne ist es mir einfach ein schön Herzensanliegen, dabei zu sein. Und das ist natürlich eine Benefizgeschichte, die der Helmut Moser schon großartig auf die Beine stellt. Und ich bin ihm seit vielen Jahren auch schon freundschaftlich verbunden. Und deswegen ist es keine Frage, dass ich gerne nach Wales komme und gerne hier in den Minoriten bin.